Hi Leute und herzlich willkommen zu einem längst überfälligen Patreon Special Let's Play. Das letzte Mal ist schon über einen Monat, ach, das ist schon fast zwei Monate her. Da haben wir noch in Sanctuary das Haus renoviert. Das war vielleicht chaotisch. Ich habe eine neue Abstimmung gestartet, in der die Patreons quasi selber Vorschläge machen durften und dann darüber abstimmen durften, welches Spiel wir jetzt als neues Patreon-Spiel in wöchentlichen extra langen Folgen spielen. Und gewonnen hat Cyberpunk. Allerdings ist dieses noch nicht erschienen und bis es erscheint, wird jetzt der Zweitplatzierte in dieser Abstimmung gespielt. Und beim Zweitplatzierten handelt es sich um The Witcher 3 Wild Hunt, die DLCs genauer gesagt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass wir tatsächlich einfach an der Stelle weiterspielen, wo wir das Spiel beendet haben. Ich gehe nicht nochmal zurück, wir ändern nichts am Ausgang des Spiels, was passiert ist, ist passiert. Beziehungsweise ist es ja bei unserem Savegame dann quasi noch nicht passiert, weil das Spiel ja kurz vorm Ende. Ne? Insofern ist nichts passiert, alles gut. Und wir können uns jetzt die DLCs anschauen und da freue ich mich schon drauf. Viel Zeit haben wir nicht, wie gesagt, denn Cyberpunk steht schon vor der Tür und kratzt und will unbedingt rein. Ein Monat knapp haben wir, also ein paar Stunden Witcher 3 DLC können wir uns noch gönnen, bevor es zu Cyberpunk übergeht. So versammelt ihr euch vor mir. Das kennen wir schon. So, ich mach mal fortfahren, ne? Das dürfte passen, denke ich. Ich habe, glaube ich, sonst nicht mehr gespielt. Mit Axi-Zeichen kannst du Al'Ghule zwingen, ihre Stacheln einzufahren. Aha. Na, das hätte ich mal gern früher gewusst. Das wusste ich, aber... Ach, draufhauen, geht schon. Du kannst mit einem Boot schnell reisen. Ja, das wusste ich tatsächlich lange nicht, als ich das Casual gespielt habe. Ich bin immer wie blöd mit dem Booten rumgekutscht, gefahren, wie auch immer. Und man kann mit Booten jederzeit super schnell reisen zu helfen. Das ist super praktisch. Wenn man sich irgendwo mal in der Prärie verlaufen hat, muss man einfach nur hoffen, dass ein Boot in der Nähe ist. Und dann ist alles gut. Ja, New Game Plus machen wir nicht. Nein, lass mich in Ruhe. So, ich muss erstmal echt wieder die Steuerung alleine schon. Ah, ich habe den kaputten Controller. Das macht nämlich der Controller von alleine. Ich kann da nichts dagegen tun. Der rechte Stick, der driftet. Aber das wird schon gehen. Ich muss einfach komplett die ganze Zeit Kontrolle über die Kamera einnehmen und dann geht das schon. Okay, wartet mal. Hier sprinten, hier springen. Hier zuschlagen. Jep, kriegen wir schon hin. Auch wenn die Kamera... Wir haben eine sehr cineastische Kamera, die Geralt die ganze Zeit umkreist. Ist ja auch nicht schlecht. Sodala, dann lasst uns jetzt mal in unser schlaues Fieselschweifling-Pfadfinderbuch schauen, wenn ich rausfinde, wie man das gleich nochmal öffnet. Und da gucken wir jetzt gleich mal, wo waren wir stehen geblieben? Was gibt es zu tun? Hauptquests. Jetzt passt auf. Oh, wartet mal. Ganz kurz. Jetzt muss ich aber schnell googeln, in welcher Reihenfolge die DLCs erschienen sind, damit wir die auch richtig spielen. Witcher 3 DLC Order. Order. Okay, Hearts of Stone war der erste. Ich würde das gerne mal in einer Liste schön sehen, nicht nur Empfehlungen von Spielern. Wirklich die Release-Reihenfolge. Hearts of Stone und dann Blood and Wine. Waren das eh nur zwei? Ach was. Ich dachte, das waren mehr. Aber da gab es ja Millionen kleiner Updates. Das Spiel wurde ja, als es damals rauskam... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ein Jahr lang oder auf jeden Fall sehr lange mit sehr vielen kostenlosen Updates versorgt, bevor dann die Bezahl-DLCs kamen. Ach, Blood and Wine ist, glaube ich, der mit der weirden Fantasy-Welt, ne? Der würde mich schon interessieren, aber wir fangen jetzt mit Hearts of Stone an. Ah, gut. Ist eh schon ausgewählt. Perfekt. Können wir mal auf der Weltkarte gucken? Aha, wir müssen zum Schnellreiseschild. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Nein, das machen wir nicht. Ich weiß nicht, warum... In welchem Spiel, das ich zurzeit spiele, ist das wieder der Sprintknopf? Ah, das wird mir jetzt immer wieder passieren, Leute.
Das wird jetzt furchtbar. Nicht nur, dass die Kamera sich dauernd dreht. Ich hab wirklich... Hey, ich hab einen PlayStation 4 Controller-Verschleiß. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich glaube, während der Lebenszeit der PlayStation 4 habe ich ungelogen mindestens 6. Ich glaube, 6 Controller besessen. Inklusive dem Controller, der standardmäßig schon dabei war. Und jetzt momentan geht noch einer von denen. 5 Controller totgespielt. Die haben alle ihren Garantierahmen nicht aus... Die hätte ich alle zurückgeben können. Deswegen, liebe Kinder, hebt euch immer die Kassenzettel auf. Ich glaube wirklich, ich hätte... Ich kein... Also, jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Ich glaube, keiner hat 2 Jahre überlebt. Damn it! Ah. Naja. So ist das eben manchmal. Jetzt ist es zu spät. Sudala. Weltkarte. Wo müssen wir denn hin? Dahin, nach Novigrad. Suche. Oh, hier wär noch so viel Fragezeichen. Aber nein, 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 nein. Nix da. DLCs. Explizit die Witcher 3 DLCs haben die Abstimmung gewonnen. Die spielen wir auch. Suche Olgiert von Ivarek. Wegen des Auftrags, den wir, glaube ich, irgendwo einfach an einem Schild gefunden haben oder an einem Brief. Ich muss mal die Katze rauslassen. Die steht vor der Tür und jammert. Ja, Katze, ab mit dir. Lü. Kleine Puschelpatze. Dauert jetzt wahrscheinlich ungefähr 10 Minuten, dann steht sie draußen wieder vor der Tür und will wieder rein, aber das geht jetzt nicht. Ah, die Ladezeiten. Ich hab's ganz vergessen, wie lang die unter Umständen sein können in Le Witcher. Da macht's wirklich Sinn, manchmal, ich meine, in dem Fall geht's gar nicht anders, aber ich glaube so, ich weiß nicht, mir geht's halt so, ich reit lieber 5 Minuten mit Plötze durch den Wald, als dass ich 30 Sekunden oder vielleicht sogar eine Minute auf einen Ladebildschirm starren muss. Ladebildschirme. Könnte man die nicht interessanter gestalten? Könnte man nicht kleine Memory-Spiele oder kleine Partikelphysik-Spielereien haben während der Ladebildschirme? Wahrscheinlich braucht das halt dann wieder Rechenleistung, die dann dauert es noch länger wahrscheinlich dadurch. Ich weiß es nicht. Aber es wäre schon angenehm. Wenn die Ladezeit schon so lang ist, gibt mir was zu tun währenddessen. Es gibt coole Ladebildschirme mit ganz kleinen Minispielchen, die nicht mal einen Sinn erfüllen, aber wenigstens hat man was zu tun. Ich mag das, wenn ich irgendeinen Kringel habe, den ich drehen kann oder ne, irgendeinen, weiß ich nicht, in Phantasy Star Online zum Beispiel, damals auf der Dreamcast oder auf dem GameCube dann auch, konnte man, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, genau, entweder, da gab es 2 verschiedene Ladebildschirme. Ich weiß nicht mehr genau, wann welcher dran war, aber es gab einmal den Stargate-Ladebildschirm. Da ist man durch so ein Portal geflogen und man konnte die Richtung und die Geschwindigkeit von dem Portal verändern. Nur eine Kleinigkeit, aber hat einen beschäftigt während der Ladezeit. Und bei dem anderen konnte man irgend so ein kleines Flunserl über den Bildschirm fliegen lassen oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was da, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das sind gute Ladebildschirme. Das sind gute Beispiele für Ladebildschirme. Wollen wir hier kurz hingehen und uns aufwärmen? Oh, Wildschweine. Was ist denn hier los? Oh Gott. Ja, jetzt ist meine Batterie auch noch gleich leer. Na super. Ah ja, das ist was stimmt. Weil ich gesagt habe, ein Controller geht noch, das stimmt nicht ganz. Bei allen Controllern, auch bei dem, der eigentlich noch funktioniert, sind die Akkus quasi im Eimer. Quasi kaputt. Ich meine, die funktionieren technisch gesehen noch. Mein Gott, ich sterbe gleich. Ich bin wirklich gestorben. Gut, dass ich trainiert habe mit den Schweinen. Weil da muss ich erst wieder reinkommen. Genau, die Akkus sind alle komplett kaputt. Voll geladen. Wenn die über Nacht aufladen, halten die so 20 Minuten ungefähr. Im Grunde hängen die permanent am Kabel. Alle miteinander. Also, meiner Erfahrung nach sind PlayStation 4 Controller
nicht sehr gut verarbeitet. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich wirklich nur echt massiv Pech. Aber, boah, ey, krass. Ich habe ja jetzt unter anderem eine Xbox Series S vorbestellt. Ich hätte ehrlich gesagt lieber eine X, aber die gibt es nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob mir das nicht doch zu teuer ist. Im Endeffekt, ne, nur für 4K-Unterstützung, nur für 4K-Auflösung, das ist mir die 200 € wirklich nicht wert. Aber sowas von nicht. Oder 100? Ne, 200 sind es, ne? Die X kostet 500, glaube ich. Nee. Das steht für mich nicht im Verhältnis. Wir haben einen riesigen 4K-Fernseher im Wohnzimmer, deswegen kann ich mit Sicherheit sagen, für mich persönlich zumindest, ist es das absolut nicht wert. Weil ich finde den Unterschied, selbst auf einem riesigen Fernseher, selbst wenn man relativ nah davor sitzt, zwischen HD und 4K, so minimal, dass man ihn sich eventuell auch einbilden könnte. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der Unterschied überhaupt real ist. Wenn man nicht mit der Lupe irgendwie rangeht und Pixel zählt. Und wenn die Xbox Series S wirklich alles kann, was die X kann, nur eben versehentlich noch mit Armbrüsten ab und zu schießt und dafür aber auf 4K verzichtet, dann sage ich, yo, das ist ein Deal für den Preis. Das machen wir. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich habe eine S vorbestellt. Ah ja, genau. Und die Controller der Xbox haben Batterien. Und ich habe mir im ersten Moment echt gedacht, so, hä? Das ist bescheuert. Warum bitte? Hallo Batterien. In welchem Jahr leben wir denn? Und dann habe ich so an meine Akkus gedacht. Dann habe ich an die Controller von der PlayStation gedacht, an mein mittlerweile doch schon recht altes iPhone gedacht, das auch keinen Tag mehr durchhält. Im Standby-Modus, also ohne dass ich was damit mache. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, doch, ich sehe den Sinn dahinter. Das macht durchaus Sinn eigentlich. Warum nicht? Kann man machen. So, Schweine, lass mich jetzt nochmal üben hier. Ich habe vergessen, wie man zuschlägt. Okay, jetzt. Man kann auch irgendwie ausweichen, oder? Sag mal, ich will die Schweine hier nicht anzünden. Können wir nicht was anderes machen? Das ist ja furchtbar. Hey, ich weiß nicht mehr, wie man. Ah, okay. Schweine, jetzt habt ihr keine Chance mehr. Ich habe meinen Tänzelknopf gefunden. Und jetzt tänzel ich euch zu Tode. Ja. Pirouetten des Todes! Ich hab's schon ganz vergessen. Yes! Todespirouetten sind die besten Pirouetten. Nur, dass wir jetzt dann gleich sterben. Das ist der Nachteil an den Todespirouetten. Okay, ein Schwein erledigt. Das sind verdammt mächtige Schweine. Sind die wirklich so mächtig oder bin ich nur so schlecht? Ich meine, ich habe wirklich die Steuerung. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt gerade ungefähr wieder 2 Sekunden gegen die gekämpft, bevor ich meinen Attackeknopf gefunden habe. Das ist schon ein Nachteil, den ich hier habe. Aber die Schweine sind schon auch krass, ne? Die sind zäh und machen ordentlich Schaden. Dafür, dass das Wildschweine sind, nur so. Ich meine, ich weiß, Wildschweine sind schon auch wirklich zähe, coole, mächtige Kreaturen. Aber im Vergleich zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Drachen oder so, die ich schon kaputt gehauen habe, sollte man meinen, wäre jetzt so ein Wildschwein nicht unbedingt super mächtig. Andererseits muss man fairerweise schon auch sagen, die Wildschweine in der Welt von Witcher dürften vielleicht robuster oder mächtiger sein als unsere normalen Wildschweine, weil die immerhin im gleichen Ökosystem leben müssen wie irgendwelche krassen Monster. Ne? Das macht sogar Sinn. Jetzt hör doch mal auf mit dieser Armbrust und sag mir, wo ich sprinten kann. Und Kamera, hör bitte auf mit dem Blödsinn. Oh Gott, Leute, oh Gott. Das wird was. Das wird was. Oh, was ist denn hier? Ein Haus. Der blöde Mächtige an So Kaiser aus ein Nilfgaard Mist. kann nicht mal sonst wo. Inwiefern sind das Wilde? Ah,
Weil die Gesetze der Physik nicht beachten. Deswegen, das sind die wildesten der Wilden quasi. Physikleugner, die einfach ihre Materie in andere feste Materie reinglitschen. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Von Everreck. Ah, der ist drinnen. Das ist doch bestimmt er selbst, oder? Der da gerade geredet hat. Haben die alle die gleiche Frisur? Ach, heißt die Gang, die diese komische Frisur hat, die Wilden. Und die hassen den Froschkönig. Nee, die haben nicht alle die Frisur, aber schon viele. Auf jeden Fall haben sie coole Tattoos. Bam. Olgierd von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen, alle. Und Töchter. Also, erfahre ich jetzt, wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Ah, ich befürchte, ich habe gerade eure Wappentiere ermordet. Tut mir leid, aber die haben den Schatz bewacht. Insofern versteht ihr das bestimmt. Moment, das war wahrscheinlich euer Schatz, oder? Und eure Wildschweine. Naja, wie dem auch sei. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgierd. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Ich verstehe, ihr seid so ein Mind-Kollektiv, ne? Ein Bewusstsein auf mehrere Körper verteilt. Alles klar. Ihr seid Legion. Bleiben wir höflich. Ja, sie sind ein Haufen Idioten, aber deswegen müssen wir keiner sein. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation, Olgierd von Everreck, soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgierd. Ich finde unsere Hosen, vor allem in Verbindung mit dem Oberteil, sehen einfach irgendwie drollig aus. Boah. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgierd triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Ich finde das so geil, wie die Haare von Geralt abgehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ist es immer... Ich weiß nicht, vielleicht sind Hexerhaare einfach, ne? Die wehen im magischen Ätherwind und nicht im herkömmlichen Windwind. Deswegen hier drin, es ist ein magischer Ort hier anscheinend. Die Magie ist stark hier. Ataman, Herr. Hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen?
Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Also, wenn das wirklich aus Stein gehauen ist, mit den Ohren und den Haaren vor allem und so, ist das fucking beeindruckend für die technischen Mittel. Wenn das nicht vielleicht mit Magie irgendwie, ne? Wahrscheinlich ist es eine versteinerte, echte Elfenfrau. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich find's toll. Gefällt mir. Vor allem die beiden Ovoide. Ein Scherzkeks. Gut. Leute ohne Humor mag ich nicht. Langweilen mich zu Tode. Ah, Botticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ataman Olgir. Wow, komische Schattenpixel-Effekte an der Wand hinter ihnen. Kommt und trinkt mit uns. Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Wessen? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Tradiziana. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen, für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Vissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste. Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Hey! Okay, 1500 Schritte. Ist hier irgendwo ein Schnellreiseschild? Oh oh, Cutscene. Hey du, Katzenauge. Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Für sie immer noch Herr Katzenauge. Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab.
Nur, weil du beschlossen hast, mich jetzt Katzenauge zu nennen, musst du nicht in jedem zweiten Satz Katzenauge unterbringen. Sonst nenne ich dich Goldohrring-Person. Also, Goldohrring-Person. Was? Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloivert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Und du mit deinen Goldohrringen hörst einiges mehr. Eventuell. Kommt drauf an, wie die vibrieren und so. Ist das denn ein Plötze? Nein, ich glaube nicht, oder? Naja, ja, was? Rede weiter. Kloivert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten, wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloivert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloivert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. What? Ich dachte schon, ihr zooms in eine First-Person-Kamera. Neue Quest. Sollen wir das jetzt machen, oder machen wir halt das? Das ist näher. Wenn wir doch nur über diese Mauer springen könnten. Es wäre so eine gute Abkürzung. Ah. Ich glaube, das war wirklich Plötze im Hintergrund. Ich habe gerade auf der Map gesehen, wie sie tatsächlich hier irgendwo stand. Die werte Dame. Oh, Kamera. Hey, ich muss den Controller wechseln. Das hilft nichts. Das ist immer voll nervig, diesen einen funktionierenden Controller zwischen der privaten Wohnzimmer-Playstation und der Arbeits-Playstation hin und her zu registrieren. Aber es hilft halt nichts. Das ist einfach ein bisschen nervig. Plötze, bleibe auf dem Weg. Du machst das schon, okay? Danke. Vorsicht, drehe. Ja, wir bleiben hier auf der Hauptstraße, Plötze. Sehr gut. Die Frau Goldohrring-Person wusste halt, dass wir der Protagonist sind. Deswegen wusste sie, dass wir die Quest erledigen werden. Weil, ne? Holy shit! Ah, das war keine so gute Idee, Plötze. Und Todespirouetten! Mist. Okay, aber ich muss schon echt sagen, jetzt, wo ich hier gegen die Ghule kämpfe, merke ich so, die Wildschweine waren wirklich krass, weil die Ghule hier sind kein Vergleich. Die machen hier gar nichts. Todespirouettenattacke! Sodala. War doch gar nicht so schlimm. Aber hier in dem Dorf ist der eine Kerl ermordet worden anscheinend oder irgendwie so. Irgendwas in der Art. Ich habe nicht genau zugehört. Ihre Goldohrringe haben mich abgelenkt. Okay, suchen wir nach Hinweisen. Wie aktiviere ich gleich nochmal meinen Hexersinn? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß einfach nichts mehr. Nein, das war's nicht. Nein. Ah, L2.
mich nach Lösungen. Oh, der Lösungen. Gänzchen. Was die da wohl machen? Ja, was machen die denn da? Oh, ein Käfig voller Lösungen, Reagenzien und ähnlichem Zeugs. Riecht nach. Die haben Fistech gekocht. Fast die ganze Ausrüstung ist weg. Nur nicht die kaputte. Kochen die einfach Fistech? Ich weiß nicht, was das ist. Offenes Fenster, Stiefelabdruck auf dem Bett. Da hatte es jemand eilig. Wollte ich nicht, aber gut. Warnbrief. Das ist wohl wahr. Gefährliche Branche, Narkotika. Kluivert oder Kluivert. Wie auch immer. Freund, du musst deine Augen offen halten. Jemand interessiert sich für deine Arbeit. Sie wollen dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Wenn ich du wäre, würde ich meine Sachen packen und mir irgendwo in der Ferne ein Versteck suchen. In Serikanien zum Beispiel. Gezeichnet Roderich. Der Roderich. So, nu muss ich hier suchen wahrscheinlich. Gehen wir mal im Batman-Modus. Aha, Spuren. Großspuren. Ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. Okay, hier hören die Spuren auf. Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Ah ja. So ein Spürsinn ist schon was Praktisches, ne? Oh oh, was haben wir denn hier? Auf der Stirn, das muss Kluivert sein. Bolzen im Rücken, tief drin. Kam also aus der Nähe, wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Die Narbe auf der Stirn. Das muss Kluivert sein. Bolzen im Rücken, tief drin. Kam also aus der Nähe, wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Armbrustschütze. Aha! Armbrustbolzen und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben. Schwere Rüstung tragender Schütze. Oder er war sehr dick. Oder aus Stein. Dam, dam, dam. Hufabdrücke, die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Wo? Ich weiß überhaupt nicht, was? Wo soll ich jetzt lang gehen? Hügel. Ich sehe hier ehrlich gesagt keinen Hügel. Nirgends. Ich weiß gar nicht, von was du redest, Geralt. Ich sehe da noch Ausrufezeichen auf der Karte. Aber was denn? Wo denn? Wie denn? Ich verstehe gar nichts. Da lang. Soll ich da lang einfach mal? Okay. Ertrunken, ne? Ich habe ganz vergessen, wie böse die Todesanimationen bei Witcher teilweise sind. Yeah. Todespirouetten. Deine Macht ist machtlos gegen meine mächtigen Todespirouetten. Höllenspiralen werden sie auch genannt. Von mir. Ab und zu. Vielleicht zum ersten Mal jetzt. Pflücken wir ein paar Blumen. Man weiß ja nie, für was man die braucht. Wenn die schon auf dem Weg direkt liegen, oder? Können wir uns einen schönen Strauß machen? Oh oh, was höre ich denn da? Ich hab's gewusst. Ein Wühlwahn! Ah!
Holy Potato Kartoffel Shit! Lauf, Geralt! Wir hatten uns gerade One-Hit-Killed beinahe. Das war unlustig. Das ist nicht gut. Warum haben wir eigentlich keinen Heiltrank? Oh, Schwalbe. Schnell. Trink noch eine Schwalbe. Oh! Gott. Der war stärker, als die Polizei erlaubt. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, meine Güte, ey. Heiligs Kartoffle. So, wen haben wir denn hier? Warum hat der gerade zu brennen angefangen? Ach, wahrscheinlich habe ich irgendeine Feuer... Dingens in meinem Schwert, ne? Wow! Ich habe ein bisschen Angst vor Cyberpunk. Wenn das auch so gewalttätig wird und dann auch noch so nackt wird, kann man das sowieso nirgends zeigen oder streamen oder sonst was damit machen in der Öffentlichkeit. Zumindest nicht auf amerikanischen Portalen. Die sind alle so brüde, die Amis. Ich meine, gut, die Gewaltdarstellung sollte demnach eher nicht so, aber doch schon auch. Todesspirale! Der Hölle! Erbärmlich. Au. Au. Au! Jetzt ist aber mal Schluss hier. Ambrosbolzen, Heini. Du wirst jetzt fällig. Ich tänzel mal elegant in deine Richtung. Und dann wirst du todesspiralisiert. Ich habe gesagt, todesspiralisiert. Nicht nur schwer verletzt und angezündet spiralisiert, Geralt. Das müssen wir noch üben. Ah ja, genau. Hier kann ich auch größere Purzelbäume machen. Jetzt schubst er mich. Komm, mach mal MC Hammer kaputt jetzt bitte. Okay. Und jetzt kümmern wir uns hier um Schildperson. Verdammt. Haha. Da hat wer sein Schild verloren. Todeshöllen-Superspirale. Okay. Den haben wir es gezeigt. Die wissen jetzt... Ach was. Es regnet ungefähr schon seit 5 Stunden, Geralt. Es sieht wirklich nach Regen aus. Ich meine, da kann man nichts sagen, ne? Also, recht hat er. Wenn so nasse Tropfen vom Himmel fallen und so, und es auch noch ein bisschen nass und grau und bewölkt ist, das sieht schon nach Regen aus. Da kann man nichts anders sagen. Ein Brief. Befehle. Donner, ich warne dich. Schnupf noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald. Was auch immer das alles bedeuten mag, was der da sagt. So wie dieser wahnsinnige Fistech, Chunky Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. Hunderttausende heulende Höllenhunde. Erwarte heute eine Abholung, gezeichnet M. Oh, Hosenschema. Nice. Ein Schema? Da scheinen ophirische Zeichen drauf zu sein. Vielleicht finde ich jemanden, der sie entziffern kann. Oh, ein fremdes Schema. Eine fremde Sprache verfasstes Schema. Es ist eine Übersetzung erforderlich. Die Zeichner stellen verschiedene Phasen der Hosenherstellung dar. Der Hosenherstellung. Hey, ich weiß nicht genau warum, aber ich finde Hosen einfach lustig. Hosen sind vermutlich das lustigste Kleidungsstück, das es gibt. Donnerstagebuch. Schnell. Oh, ich hoffe, das ist nicht zu lange. Ich hasse das, wenn ich so viel lesen muss. Ich bin hier gekommen, um was zu
kaputt zu hauen und nicht um zu lesen. Donners Tagebuch. In diesem Tagebuch sind einige Gedichte und abstrakte Skizzen zu finden. Der überwiegende Teil unverständliches Gekrakel. Ich wurde zum Schmugglerposten versetzt. Schon wieder. Diesen Posten liebe ich wie keinen anderen. Denn hier gibt es nicht viel zu tun. Man muss nur den ganzen Tag auf Käufer warten. Und wenn ein Mann sich langweilt und er gute Ware vor der Nase hat, macht er einen tiefen Atemzug oder auch zwei. Außerdem erscheinen manchmal Leute, die ihren Beruf nicht mögen oder die uns übers Ohr hauen wollen. Dann geben wir ihnen die Behandlung, die sie verdienen. Uff, das Schreiben hat mich müde gemacht. Mal sehen, ob ich zur Erholung mal tief Luft holen kann. Danach schreibe ich ein Gedicht. Ich hätte das anders lesen sollen, ey. Jetzt verstehe ich es erst. Ich meine, ist das eine Metapher für Koks oder so? Ich hätte ihn jetzt vielleicht wie so ein Klischee Cheech and Chong Kiffer Du Filmcharakter gelesen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ich wurde zum Schmugglerposten versetzt, Mann. Schon wieder, ey. Diesen Posten liebe ich wie keinen anderen. Denn hier gibt es nicht viel zu tun, Mann. Ja, das wäre ganz gut gewesen. Naja. Randnotiz. Alles dreht sich. Die Welt bewegt sich. Momente vergehen. Ich kann den Sinn des Lebens verstehen. Verschlinge das Leben, lass es das Fasten beenden. Der Rausch lässt sich beben, doch der Genuss sinkt behende. Was? Schreibt sich ja gar nicht. Das Fleisch in Ekstase hell rauscht durch die Adern, bringt der Tod doch seine Saat, da hilft auch kein Hadern. Mann. Dude. Okay. Ein wahrer Künstler. Finde jemanden, der Ophirisch spricht. Bei Ophirisch und Beatrix. Wo soll ich denn jetzt jemanden finden, der Ophirisch spricht? Nur damit wir ein neues Hosenrezept kriegen. Wartet mal, apropos Hosenrezept. Ich muss mal kurz in unser Inventar schauen. Wir haben nämlich neue Kleidungsstücke gefunden. Und ich will mir die mal angucken. Vielleicht sind die neues. Zum Beispiel das hier. Oh, ein viel besserer Rüstungswert als der, den wir aktuell haben. Ich will den mal vergleichen, bitte. Schwubidibu. Okay, ich habe halt hier irgendwie Stuff. Die andere hat halt nicht so Stuff, ne? Ach, YOLO, ich schaue jetzt einfach nur noch auf den Rüstungswert. Und alles andere ist mir Popel. Pansky. Bam, dass wir mal ein bisschen neu aussehen. Sehr orientalisch ein bisschen, oder? Die Handschuhe kann ich nicht mal anziehen, weil die so hochlevelig sind. Neusinski. Das finde ich schon ein bisschen gut auch. Haben wir eigentlich Slots in unserer Jacke? Ja, da haben wir einen Slot. Können wir was reinschmieden? Zum Beispiel 10% Jürdenzeichen Intrinsität. Ich weiß ehrlich gesagt, das benutze ich nie, oder? Aber es sind 10%. Ne, die hebe ich mir für eine andere. Jetzt machen wir mal 5% Igni, weil Igni benutze ich gerne und oft. Ja, sehen wir anders aus. Finde ich gut. Anders aussehen. In so westlichen Rollenspielen ist das ja auch ein wichtiger Bestandteil im Grunde. Im Grunde sind so westliche Rollenspiele schon auch immer ein bisschen Barbie-Puppen spielen. Man sammelt irgendwie möglichst schöne Kleidchen und zieht sie einem an und guckt sich dann auch die Werte an und dann manchmal muss man sich entscheiden. Style oder Aussehen. Oder Werte. Was ist denn? Reit einfach weiter. Komm, plötzlich ignorieren wir die. Wir haben jetzt hier... Wir haben Besseres zu tun. Kamera, Kooperation bitte. Danke. Hat sich wieder eingefangen. Plötzlich kann gleich nicht mehr. Okay, plötzlich ruhig. Komm. Ganz gemütlich. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Okay, und jetzt Kaczynski! Entschuldigung. Ich suche jemanden, der Ophirisch spricht. Nein!
Plötze, nein. Aber ist ja klar, du kannst ja auch nicht Gedanken lesen, oder? Moment mal, Plötze. Du hattest recht, wir müssen darüber. Plötze, ich werde nie wieder in Frage stellen, wo du hinreitest. Nein, Plötze, wir müssen da lang. Das war mal das kürzeste gehaltene Versprechen ever. So ist gut. Was ist gut? Nix ist gut. Wir stehen irgendwo mitten in der Pampa und Plötze will nicht mehr. Nein, Plötze. Hier bleiben wir. Genau. Nein, Plötze. Nein, Plötze. Oh Gott, Plötze, du machst mich fix und fertig. Ja, aber wirklich, lauf. Ha. Sieht nach Regen aus. Oder, Geralt, findest du nicht? Was meint der mich? Absteigen. Hat er gerade gesagt, ob ich einen Moment seiner Zeit hätte? Oder andersrum? Ach, das ist der Quest-Heini. Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahr. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Okay, schauen wir mal schnell, was der hat, oder? Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen? Gucken wir mal, was er alles hat. Oh, eine leichte Rüstung, aber die brauchen wir nicht. Ein Schwert, das stärker ist als mein Schwert und zwar deutlich. Ich glaube, ich kaufe das mal. Katsching. Pferdepanik-Reduktions... Oh, das ist ein besserer Anti-Pferdepanik-Verplümpler. Und was haben wir hier noch? Ein Sattel, den ich... Der ist genauso gut, okay. Eine Karte. Ah ja, Gwent-Karten kaufen wir immer. Oh. Edelsteine. Mal schauen, was wir ihm verkaufen können. Meine Güte, habe ich viel Plötze-Sachen. Warte mal, ich habe schon einen viel besseren Plötze-Kopf. Oder habe ich den gerade gekauft? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich hier ganz viele Sättel und ich brauche ziemlich sicher nur einen Sattel. Ich kann die ganzen 30er und 60er Sättel mal verkaufen. Und auch den 55er. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob hier auch das ist, was Plötze ausgerüstet hat. Nein. Dann kann ich alle verkaufen. Der hat nämlich ordentlich Kohle, die ich ihm gerade gegeben habe wahrscheinlich. Aber gut. Das ist jetzt aber besser, genau, als das, was wir haben. Das behalten wir. Schauen wir mal, was wir ihm noch so geben könnten. Ich behalte die Zutaten mal. Questgegenstände kann ich wahrscheinlich eher nicht verkaufen, aber hier das Sonstige. Aber da weiß man's auch nicht, oder? Aber Rüstungen und Waffeln kann er haben, wenn er will. Hier, guck, die habe ich ganz lange getragen, die Rüstung. Da ist noch mein Hexer-Zauberschweiß drin. Wenn du die auswringst und das täglich 5 Minuten auf deinen Waden verschmierst, dann kriegst du super Hexerkräfte. Versprochen. Weg damit. Ich verkaufe die jetzt alle. Was ich nicht anhabe, wird alles verkauft jetzt. Weg mit den ganzen... Altlasten, die wir noch mit uns rumschleppen. Weg damit.
Hier, was will ich mit so viel Schwerter? Niemand im ganzen Universum braucht so viel Schwerter. Und wenn die noch so selten sind und so. Ich sammle ja sowas grundsätzlich gerne, aber Witcher ist jetzt auch kein Spiel, das zum Sammeln motiviert. Das hat jetzt nicht so diese Mechaniken, wo das Spiel sagt so, hey, willst du nicht noch irgendwie hier und dann hast du die Kollektion komplett, die du dann bei dir zu Hause an die Wand hängen kannst oder sowas. Das macht ja Witcher alles nicht. Okay, adios. Ach so, warte mal, erzähl mir über deine Heimat. Das finde ich interessant. Endlich mal ein bisschen noch eine andere Nation. Man kennt ja im Grunde aus Witcher 3 fast nur, na gut, die Nilfgaarden und die Nords halt so. Die heißen Novigrad-Leute, also, ne? Und die Skellige. Aber alles, was so, ne, außerhalb von diesen Bereichen liegt, kennt man eigentlich gar nicht. In dem Gwent-Spin-Off lernt man dann noch so die nördlichen Königreiche kennen, die ja anscheinend irgendwie ein relativ loser Haufen sind von kleineren Königreichen, die irgendwie alle so ein bisschen zentral geschaltet sind, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Und das finde ich interessant, der kommt ja von ganz so anders. Ich weiß gar nicht von wo. Unter Nilfgaard dann vielleicht. Oder ganz weit nördlich, ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir es. Deine Heimat. Ich würde gerne etwas darüber hören, wenn du die Zeit hast. Wenn du Zeit hast. Denn über mein Zuhause könnte ich erzählen, bis deine Ohren welken und deine Beine schwach werden. Was man hier Ophir nennt, sind in Wahrheit viele verschiedene Länder und Völker. Ein Land ist es mit weiten Steppen, gewaltigen Bergen, kristallklaren Seen und unberührter Wildnis. Ein Land gefallener Imperien, Königreiche auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Und Stämme, die keine Könige kennen. Doch dafür die Zeit, als die Welt noch jung war. Welches Land nennst du dein Zuhause? Eine Stadt mit Türmen, die Nilfgaard von Neid erblassen lassen würde. Mit Philosophen, Ärzten, Mathematikern und Magiern. Doch über Letztere solltest du meinen Freund befragen, denn er ist einer von ihnen, ein Runenschmied. Ich werde mit ihm reden. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Babietza ist eine treue Gefährtin. Und sie ist klüger als viele Menschen. Und sie hat Vibrationsalarm. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem. Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Tja, wenn du wüsstest, Plötze, mein Pferd kann sich rumteleportieren und er scheint manchmal auf Häuserdächern oder kommt aus irgendwelchen unmöglichen Sackgassen plötzlich raus. Das ist erstmal crazy. Aber gut. Lust auf ein Pferderennen? Nein, ich habe keinen Bock auf ein Pferderennen. Ich will lieber nicht über Pferderennen reden. Ich habe dieses Schema gefunden. Die Zeichen sind vielleicht ophirisch, aber ich kann sie nicht entziffern. Hilfst du mir? Diese Schrift erkenne ich. In diesem Land gab es sofort Ärger. Mit Einheimischen. Eigentlich Räuber. Wir wurden angegriffen. Das sind Anweisungen zum Herstellen fantastischer Ausrüstung. Eines Königs würdig. Dem Herrscher sollte ich sie geben. Bringe sie mir alle zurück. So fertige ich dir Duplikate in der Sprache eurer Handwerker an. Klingt doch gut. Ich glaube, ich kann diese Schemata für dich finden. Diese Banditen. Sie schienen Ritter zu sein. Das macht es noch schlimmer. Wo hat dieser Angriff stattgefunden? An einer Kreuzung, in der Nähe einer Sägemühle. Im Norden liegt die Ruine eines Hauses, glaube ich. Mal sehen, was ich tun kann. Bis dann. Ah ja, der würde jetzt gern Pferderennen reiten wahrscheinlich, ne? Deswegen hat er noch ein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich habe da echt keine Böcke. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Nein. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Tschüssi. Naja, bist du der Runenschmied? Genau, mit dir soll ich auch noch reden, hat er gesagt. Hallo. Hallo. Ich grüße dich. Ach. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, legen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum.
Aha, aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt. Aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Das ist irgendwie echt ziemlich doof, ne? Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler. Und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott. Die Welt. Durch Symbole spricht er. Und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie. Und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können, respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Zeichen entdecken, durch die sie spricht. Und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Ich finde das erstens echt witzig, wie die beiden da sitzen, weil die sich genau in der gleichen Körperhaltung synchron gespiegelt gegenüber sitzen und dann auch noch so komisch anstarren. Und jetzt gerade in der Cutscene haben plötzlich beide in die Kamera geguckt. Warum?
Ich habe etwas Geld dabei. Und was für Geld? Es ist ein Anfang. Aha. Ein teures Handwerk. Doch es kostet mehr als Geld. Ich brauche auch einen Stein aus Jade von angemessener Größe. Hm. Mal sehen, was ich tun kann. Hoi! Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Bla 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 bla. Irgendwas mit Köpfung. Na Schönchen, Popönchen. Ich mache jetzt mal Schluss mit der Folge, weil ihr wisst ja, ich hab's ja... Ich schluck auf. Ich hab's ja schon oft gesagt, wenn die Folgen zu lange werden, dauert das mit den Uploaden ewig, mit den Uploads und funktioniert teilweise auch einfach überhaupt nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Die nächste Folge kommt, so schnell es geht. Adios, bis dann.